I am a robot. Neues Video. Hä? Na? Und zwar kommt die heutige Frage vom Reto. Und die Frage ist, ob Kühe unter schwarzen Flecken mehr schwitzen als unter weißen. Das Ding ist, ich als Bauer kann dir wissenschaftlich belegen, dass Tiere nicht schwitzen. Aber ich weiss, dass sie in meinem Big Mac Fan sind. Was ist sonst noch mit Kühen? Immer wenn ich lüfte, so mitten in der Nacht, dann höre ich die Wichser schreien. Einfach so. Ja, genau. Viel Spass mit random August-Aufnahmen und wie ich im Spital verrecken. Chillig, 1. August. Mit meinen Cousins hier im Chillen. Mit kleinen Cousins am Tanzen ab, so dem Abgehen zu diesen Songs. Und wir so, juhu! Ist echt lustig. Echt Comedy. Also, der Kameramann Bruno ist im Film. Und zwar, was die Albert Einstein dort unten machen will. Also, ja, geil. Woo! Oh, ja, oh. Von hier, komm. Komm von hier. Seht man das? Wir haben Feuer gemacht. Oh, was? Voll ins Licht. Ideal. Ideal, wenn man deine Stimme ist nicht mehr voll. Nein, ich habe nicht Ich kann es ja verdammt hoch tun. Aber dafür habe ich hier so ein cooles Krankenbett, das auch teurer ist als mein ganzes Setup daheim. Und jetzt ist er hier ganz vorne. Komm, lass. Schwer, wenn sie zurückkommen, hat es keine Akku mehr. Ah ja, voll. Das ist mein sexy Hemdli, wo man dann meinen Vollmond sieht. Ich bekomme ja Vollnarkose. Und wird halt entsprechend beatmet. Ich habe AIDS. Nein. Ich habe in der Nase, das hat man vielleicht auch beim Reden gehört, in ein paar Videos, dass ich Nase zu habe. Und zwar ist das rechte komplett zu. Und das linke ist irgendwie noch zum Drittel kommt Luft durch. Also echt fast zu so. AIDS, wenn sie ganz zu ist, zu essen, Alter, du stirbst bei jedem Biss. Es ist wirklich einfach mal einen Tag lang Wäschklammer auf die Nase. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber mich vorstellen, die ganze Zeit Nase zu haben. Und das über Monate. Und eben, das sind sogenannte Polypen. Die habe ich auch schon probiert mit Medis zu bekämpfen. So. Aber ist nicht gegangen. Also mit Cortison einfach. Also das entzündungshemmende Zeugs, das ich per Tablette einnehme. Und das hat natürlich nicht geholfen, weil man sieht, wo ich bin. Darum werden die Polypen-Tropfen basically rausgeschnitten. Ja. Vor allem am Anfang haben sie mir noch sehr stormy Kombo gegeben. Dass ich nervös bin. Und ich habe nur gesagt, ich bin echt nur froh, wenn dieser Scheissdreck durch ist, Alter. Dann brauche ich nicht nur ein verficktes Dormi kommen, das mich noch mehr kaputt macht nach der OP. Bis nach der OP. Tschu! Tschu! Alter. Ich bin kaputt. Aber es geht langsam wieder. Ich bin langsam wieder einigermaßen wach.
Der OP ist gut verlaufen. Weil er runtergelassen wurde. Und er die anderen Leute das Bett verstaut. Weil er unten, was sie mir in ein anderes Bett haben wollen, ist der Akku alle gesehen vom Bett, bevor ich die ganze Zeit rumgedrückt habe. Ich schwöre, wenn sie zurückkommen, hat es keinen Akku mehr. Fucking Narkose, Alter. Ich schwöre, wenn es das als Drogen würde geben, ich wäre süchtig. Es war so fucking geil gewesen. Ja, ich bin echt gerade dran, das Bett wieder den Akku zu leeren. Ich bin jetzt mit meinem Smartphone beschäftigt. Nein, Spass, Alter, das sind ja nur wacky Jugendliche. Ich habe eine fucking Switch mitgenommen, mit Laptop und Maus. Ich fühle mich so much. Aber es geht langsam echt besser. Also es wird alle 5 Minuten stoppen, so gut. Ich mag nicht mit diesen Nicker, ich mag mit diesen Haken greifen. Darum mache ich tschüss. Ich will noch nicht heim. Ratet mal, wer die ganze Nacht das Zimmer allein hat. Und ratet mal, wer nicht privat versichert ist. Ich! Ich habe nur noch das Teil hier dran. Ich bin auch nur mit dem Schlauch und das lasse ich noch dran, falls ich würde verrecken oder so. Keine Ahnung. Was auch noch sehr cool ist, ist, dass in der Nacht alle 2 Stunden jemand kommt. Ich kann schauen, ob ich noch lebe. Ich schieße die noch zusammen. Und dann ist, was macht mich denn sehr hässlich, wenn alle 2 Stunden jemand reinlatscht? 2 Stunden ist dann ein Aushänger, der einfach kurz so, hä? Aha. Also das habe ich auch schon, aber häufiger als schon. Bis das doch kommt, Alter, muss ja zuerst mal alles andere kommen sein. Das heisst, bis dann ist es locker schon September und wir haben gerade den 2. August. Und das sollte für euch eigentlich keine Rolle spielen. Dann habt ihr noch ein bisschen Sommerfeeling, wenn es im September wieder fängt an zu schneien. Schaut euch jetzt gerade Klimawandel raus. Tschüss, vielleicht melde ich mich in diesem Video noch.